3, 2, 1, go! Okay, Leute, es ist langsam Nacht geworden, Lea. Wie geht's dir? Genau, das Bär. Ja, da ist es kleine. Oh. Los, komm wir jetzt. Ja! Kannst du jetzt nicht so rumschreien, wenn die Pferde gut, runter... Ich schreie nicht rum, wenn ja. Die Pferde jetzt... Ey, oh Leute, willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog. Nein, nein, nein. Leute, jetzt kommt so ein neues Video. Leute, wir sind hier gerade auf Leas Reithof. Lea freut es schon richtig, uns eingeladen zu haben. Nennt meine Freunde, wir werden heute 24 Stunden hier verbringen. Moin, moin. Hallo. Perfekt. Leute, ich glaube, wir werden eine lustige Zeit haben. Das wird, glaube ich, ganz cool. Wir werden heute hier zelten. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch einen Schlafplatz suchen. Aber davor machen wir noch ein bisschen Action. Und zwar, Leute, haben wir noch was anderes mitgenommen. Mein Pferd für den heutigen Tag. Lea, ich habe keine Lust zu reiten, deswegen habe ich mir einen Quad gekauft. Noch mehr? Ja, scheiße. Ich finde es sehr cool. Wenn du das da gleich machst, kriegst du einen Riesenanschluss. Das Ding ist schon scheiße. Also mein Pferd ist um einiges cooler. Dein Pferd denkst du ist cooler als das Ding hier. Wie wärst du bereit, ein Rennen mit mir zu machen? Hier ist leider der Ton kurz im Arsch. Lea und ich haben ein Rennen ausgemacht. Wer als erstes einen 100-Meter-Sprint schafft, der gewinnt. Lea war sich sehr sicher, dass sie gewinnt und ich auch. Letztes Mal ging das Ganze aber nicht so gut aus. Moment. Und deswegen hat meine Mom besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So Lea, hol mal dein komisches Pferd. Ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Vollidiot. Lea, was hast du hier für komische Schränke? Was sind das für komische Spiegel? Da sieht man richtig scheiße aus drin. Was ist das für ein komischer Spiegel? Man sieht immer kacke aus da drin. Du siehst doch ohne den Spiegel richtig scheiße aus. So, jetzt haben wir Streit, Madame. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dein Pferd gewinnen wird. So, ich will ja schon gewinnen. Das sind extra so Geschwindigkeitsleckerlis. Damit er ein bisschen flotter. Damit wird er schneller mit diesen Leckerlis. Ja, der braucht ja so ein paar von. Du hast 7 gegeben. Jetzt ist er ultra schnell. Ja. Mein Gott, schau ihn dir an. Er hat richtig Bock zu rennen auf einmal. Lea, wir haben hier gerade deinen Misthaufen gesehen hier. Ja. Ich würde sagen, der Verlierer. Der Verlierer muss sich einmal diesen Misthaufen wälzen. Nein, da sind Ratten drin. Das macht ja noch besser. Also Leute, der Verlierer muss da rein. Wir haben, oh, ist das ranzig. Deal, Madame. Ich werde so oder so gewinnen. Das wollen wir mal sehen. Oh Gott. Bist du dir sicher, dass du gegen uns antreten überhaupt wälzt? Ihr seid so langsam gewesen, Lea. Es war ja peinlich, wie langsam das war. Ich zeige euch mal, wo das Ziel ist, Leute. Hier ist das Ziel, meine Freunde. Wer als erstes das hier überquert, der hat gewonnen. Und ich würde sagen, ich hoffe, ich muss nicht in den Mist taufen, weil das war gerade echt sehr schnell von Lea. Lea, bist du bereit für das Rennen deines Lebens? Ja. Ich bin echt zu sagen. Okay, machen wir auf 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go! Ja! Nein! Verdammte Scheiße! Ich muss in den scheiß Misthaufen gehen. Ich hasse dich, Lea. Mach Orlando. Oh mein Gott. Die Leckerlis haben geholfen. Junge, Lea hat noch einen viel schlimmeren Misthaufen gefunden. Und jetzt muss ich hier reingehen. Oh Gott, ist das nass. Oh, dass ich das nicht machen muss, ey. Das ist ekelhaft. Lea, ich kann das nicht. Nein. Ah, ich kann das nicht machen, Lea. Oh mein Gott. Guck mal, wie die sich einen ablacht. Ich kann nicht, Leute. Ich kann nicht. Nochmal. Wälz dich schön, nochmal wälzen. Nein, Lea, ich muss mich nicht nochmal wälzen, oder? Doch. Noch einmal will ich das sehen. Okay, ich kann es nicht tun. Es ist noch warm. Ich wollte ja eigentlich nur einen schönen... Guck mal, ich mache so richtige Spuren. Ich ziehe mich jetzt um und dann werden wir endlich... Dann werden wir anfangen, hier mal unser Zelt aufzuschlagen, weil wir müssen ja nicht die ganze Nacht hier übernachten. Let's go. Okay, Lea, hier ist deine Schlafausrüstung. Ich habe uns ein kleines Zelt geholt. Ich will aber heute einen coolen Platz haben zum Schlafen. Nicht irgendwo random, ne? Das muss schon cool sein. Okay, Leute, ich würde sagen, suchen wir uns mal einen coolen Schlafplatz. Let's go. Lea, was hältst du denn von diesem Ort hier? Oh mein Gott, das ist eine Lücke. Das wäre mein Ort meiner Träume, was ich würde sagen. Lea, gib mir eine Räuberleiter. Los. Hip, hip, hip. Ja, los. Hilf mich. Los. Jetzt oben! Oh mein Gott! Ich bin hier drin! Das perfekte Versteck! Man sieht dich komplett, das ist kein gutes Versteck! Geh mal nach vorne! Ich komme hier nicht mehr raus! Okay Leute, ich glaube, das ist kein guter Ort hier! Okay Leute, ich glaube, wir haben hier gerade was sehr Cooles gefunden! Und zwar stell dich mal vor, wir schlafen auf dem Stroh! Lea, was hältst du davon? Ja, ist eine ganz gute Idee! Hä? Warum klappt das nicht aus? Wow! Okay, Leute, das Zelt steht. So, perfekt. Da ist also ich möchte nicht da an der Kante liegen. Das fällt man nämlich runter. Stopp, Lea. Es ist etwas nah am Abgrund. Okay, Lea, nochmal aufstehen.
Ist es bequem, weil du bist ja auf Stroh jetzt. Oh. Ist das geil? Leute, wir sind einfach mitten in so einem, Strohhaufen. Lol. Sehr, sehr nice, Leute. Wir sind drin. Oh mein Gott, ist das gruselig. Hier ist einfach der Abgrund. Was hältst du davon, Lea? Fällt mir gut. Besser als die anderen Male. Wir sind drin. Ja. Ich glaube, so kann man sich hier aushalten. Okay, Leute, ich glaube, so können wir perfekt schlafen hier. Unter einer Bedingung kannst du hier schlafen. Warum eine Bedingung? Du musst dich jetzt hier ein bisschen vernünftig benehmen und hier einmal anpassen und nicht so komisch hier rumrennen wie so ein Huhn. Anpassen? No. Nicht wie ein Huhn. Okay, verstehe. Wir fallen hier zu sehr auf, Leute. Wir müssen uns hier anpassen. Nicht wie ein Huhn. Wir müssen uns hier dem Stall anpassen, Leute. Lea meinte, wir sollen uns hier ein bisschen anpassen, dass wir nicht so richtig reinpassen und so, dass wir nicht so richtig dazugehören. So, jetzt, ich würde sagen, wir ändern das Ganze. So, mal gucken, was die jetzt gemacht hat. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das? Also das, was ist das für ein Lebewesen? Was ist das? Johannes, lauf mal bitte. Also, wo ist der Arsch? Der Arsch ist in deinem Kopf. Du bist der Arsch. Du kommst aus dem Arsch raus. So, Lea, ich hoffe, wir sind dir jetzt ein bisschen weniger peinlich, ne? Jetzt haben wir uns ein bisschen angepasst hier. Also ein klein Stück besser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Peinlich. Die Leute denken sich auch nur noch. Ach du Scheiße. Du hast das auch so gekriegt. Ja, hab ich gesehen. Ich sehe halt echt gar nichts, ne? Ich sehe halt nichts. Ja. Was eine Scheiße. Okay, Leute, es ist langsam Nacht geworden. Lea, wie geht's dir? Gut, geht's mir noch. Ich glaube, es wird heute echt eine relativ coole Challenge sogar. Aber mir grummelt wirklich richtig der Magen. Und Mama meint, sie holt uns jetzt hier ein paar Sachen zu essen. Ich habe zwar keine Ahnung, was man hier... Guckt euch das mal an, wir sind mitten in der Pampa hier. Keine Ahnung, was man hier zu essen besorgen soll. Aber Mama meint, das wäre mega lecker, ne, Mom? Ich weiß nicht, ob ich gegen die Wand da fahre direkt. Das fährt voll schnell los. Ja, das gibt das. Was soll das denn? Jetzt komm! Okay, Leute, ich glaube, unser Essen kommt. 1 km/h kommt es an. Sehr langsam. Gott, oh Gott. Was ist das für eine Scheiße? Ganz feines, lecker, lecker. Das ist doch kein Essen für uns. Lecker, hier nur Möhren. Das heißt, wir sollen uns den ganzen Tag jetzt von Möhren ernähren, oder was? Jeder Einsatz. Mega toll. Lea, was soll das hier? Dann würde ich sagen, es ist jetzt Essenszeit, Lea. Prost, Lea. Naja, bei Hunger isst man alles. Das ist das dümmste Video, was ich jemals aufgenommen habe. Leute, mir ist es hier irgendwie zu einsam. Schon ein bisschen einsam. Wir brauchen noch irgendwie, möchte mit jemand anders hier noch sein. Lea, wir holen uns doch ein Pferd. Pferd. Hast du vorhin dieses Mini-Pony gesehen? Wem gehört das? Gehört auf jeden Fall nicht uns. Nein, können wir es klauen? Nein, das nehmen wir nicht einfach. Lea, wir klauen jetzt dieses kleine Pferd. Ich will das jetzt hier haben. Ich finde das mega süß, das soll hier sein. Wir gehen auf eine Mission, los. Du kannst das nicht einfach klauen, das Pferd. So, wir klauen. Ich möchte das jetzt haben. Lea, wo ist es? Wir klauen das Pferd. Ja, da ist es, kleine. Oh, da ist es. Wir klauen dich. Guck mal hier, lecker. Komm her. Warum kommt das nicht? Das will auch noch mitkommen. Nur eins. Nur nicht zwei. Wir klauen nur ein Pferd heute. Los, komm wir hier zu. Ja! Okay, ab zu einer Schlafstätte. Ich glaube, du wirst es sehr toll bei uns finden. Das wird so toll mit dem Pferd heute zu übernachten. Ja, mit Pferd. So, Freunde, wir sind da. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben unseren besten Freund, das hier. Komm, der, wir setzen uns hin. Wir haben eine tolle Zeit hier. Oh mein Gott, Hilfe. Mach Sitz. Sitz. Mann, ist das schön, dieses Pferd zu klauen. Was macht der? Was soll das? Er frisst unsere Karotten. Nimmt unsere Vorräte. Oh Gott, Lea! Es reicht jetzt. Stopp! Ja. Stopp! Echt nicht weg! Stopp jetzt damit! Dann. Warum geht er nicht weg hier von unserem Essen? Lea, wir haben nichts zu essen mehr. Das ist zu wenig Karotten. Jetzt verschwinde. Wir müssen ihn wieder wegbringen, Lea. Ich mag das hier nicht. Aber der klaut unsere Sachen. Er muss weg, Lea. Er muss weg. Was hast du denn erwartet, was er Nein, ich dachte, dass er nicht unsere Sachen klaut. So, es war eine tolle Zeit mit dir, aber jetzt reicht's auch. Okay, Leute, es ist jetzt 1 Uhr nachts. Es ist jetzt stockdunkel. Das Pferd ist jetzt auch weg, weil sonst haben wir kein Essen mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in unsere Stube rein. Johannes, du holst uns morgen früh wieder ab. Mal schauen, ne? Wir nicht. Ciao. Es ist voll warm hier drin irgendwie. So, ich würde sagen, schlafen und nicht in den Abgrund hier reinfallen, bitte, Lea. Das wäre schön. Was? Wenn wir das überleben. Lea, bitte, du wirst mich da nicht rein. Also, Leute, nicht nachmachen, meine Freunde. Das ist alles hier sehr dumm. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, gute Nacht. So, wir haben nächsten Morgen. Hallo, Leute.
Seid ihr da? Hey, seid ihr noch? Okay, das ist noch drin. Es geht. Ich hasse dich, aber es macht so. Es war wirklich eine wunderbare Nacht hier drin. Es war etwas kratzig, weil das ganze Stroh die ganze Zeit hier war. Aber es war eigentlich ganz nice. Das erste Mal, als ich wirklich schlafen konnte bei so einem. Ja, das war wirklich das erste Mal, als wir hier pennen konnten. Wie früh ist es noch, Johannes? Ich hasse dich. Oh Gott, meine Schuhe sind im Stroh. Wenn ihr mehr von solchen wunderschönen Challenges sehen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Dann guckt auch bei Lea vorbei. Naja, guckt nicht bei Lea da vorbei. Bei mir vorbei. Und wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ciao. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals down, wir sind so high. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it, come back, keep it real and real in the way I feel. I can move it down the aisle, I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince.